Contactos zahlen, wie das funktioniert und welche Möglichkeiten du hast, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Ich würde mal sagen, meine lieben Freunde, los geht's. Ja, wenn man derzeit in den Supermarkt geht und man hat irgendwie einen Riesenhaufen Kleingeld, das durch 3000 Hände gegangen ist und das dann dem Kassierer gibt, dann denkt man sich, geht vielleicht auch irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, safer. Deswegen ist es derzeit und eigentlich auch generell am praktischsten, einfach kontaktlos zu bezahlen. Das Ganze funktioniert über eine sogenannte NFC-Technologie, Near Field Communication nennt sich das Ganze. Und da kann ein Chip eingebaut sein in eine Karte oder zum Beispiel im Smartphone, aber auch in zum Beispiel Apple Watches. Steigen wir ein mit der einfachsten Variante, mit der Kartenzahlung. Und wenn ihr in letzter Zeit bzw. im letzten Jahr eine neue Girokarte bekommen habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass ihr schon die größte Voraussetzung erfüllt habt. Ob nämlich eure Karte NFC-fähig ist, das sieht man an diesem Zeichen. Wenn das auf eurer Karte drauf ist, dann seid ihr da schon mit dabei. Ich denke mal, jeder hat schon mal gesehen, wie man dann damit bezahlt. Man hält das Ding in der Nähe von dem Sensor an der Kasse dran und dann macht's Piep und das Ganze ist überwiesen. Es gibt immer ein bestimmtes Limit, die liegen zwischen 25 und 50 Euro, damit es Betrüger nicht so einfach haben, euch auszurauben. Wir haben das Ganze tatsächlich auch mal getestet in einem Video hier, ob es möglich ist, mit so einem kleinen Sensor quasi Geld zu klauen an der Hosentasche. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, es ist nicht so einfach, kleiner Spoiler. Welche Karten braucht ihr dafür? Es handelt sich dabei einerseits um Girokarten, also die Karten, die ihr von der Sparkasse oder so ausgehändigt bekommt, damit euer Geld abzuheben, oder halt eine Kreditkarte. Da gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene und alle modernen Karten sind mittlerweile mit so einem Chip ausgerüstet. Wollt ihr aber mit dem Smartphone zu bezahlen, um zum Beispiel auf euer Portemonnaie teilweise verzichten zu können und um einfach die ganzen Ausgaben vielleicht ein bisschen besser auf dem Schirm zu haben, dann könnt ihr auf Google oder Apple Pay zurückgreifen. Mittlerweile gibt es kaum mehr eine Bank, die nicht bei Apple und Google Pay mit dabei ist. Ein großer Vorteil zum Beispiel auch bei Apple Pay ist, dass ihr hier nicht nur eure Bankkarte, sondern auch verschiedene andere Karten mit reinpacken könnt in euer Wallet. Und dann habt ihr auch eine schöne digitale Übersicht. Außerdem seht ihr, welche Einkäufe ihr gemacht habt. Habt da quasi nochmal einen virtuellen Kassenzettel mit dabei. Das ist sehr, sehr praktisch. Und natürlich, ihr habt einfach euer Smartphone in der Hand. Das hat man vielleicht öfter zur Hand als jetzt unbedingt irgendwie so eine Karte, müsst das nur über das Terminal packen und bezahlt dann damit. Ein großer Vorteil bei Google Pay ist übrigens, dass ihr auch PayPal mit verwenden könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie keine Lust habt, euer richtiges Bankkonto mit anzugeben, geht das auch ganz easy über PayPal. Es gibt nicht nur Apple und Google, die übrigens so welche Apps rausbringen, sondern auch viele Banken, zum Beispiel die Sparkasse hat auch eine eigene mobile kontaktlose Zahlungs-App. Während ihr bei Google und Apple Pay auf jeden Fall ein Smartphone braucht mit NFC, was zum Beispiel dieses Smartphone hier nicht hat, also es gibt auch relativ moderne Smartphones, die nicht NFC-fähig sind, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch nicht Payback Pay mit drauf packt. Wenn ihr eh regelmäßig am Punkte sammeln seid und eh diesen QR-Code in den Scanner reinpackt, könnt ihr theoretisch auch direkt mit Payback bezahlen. Da das Ganze mit einem visuellen Scan-Vorgang funktioniert, könnt ihr es auch wirklich mit einer alten Kartoffel quasi machen. Ist auf jeden Fall auch ganz praktisch. Wenn ihr jetzt auf der Suche seid nach einer Kreditkarte, die NFC-fähig ist, beziehungsweise mit der ihr kontaktlos bezahlen könnt, dann haben wir hier so ein paar Anbieter unten verlinkt. Zum Beispiel Hanseatic Genial Card ist mit dabei, die DKB-Kreditkarte oder zum Beispiel auch Amazon.de, die haben ja auch eine eigene Kreditkarte. Die sind alle kostenlos und die geben euch nochmal die Möglichkeit, so ein paar Boni mit abzugreifen. Lohnt sich auf jeden Fall und ist auf alle Fälle praktischer, als irgendwie andauernd den PIN einzugeben. Ja, einfach mal abchecken, ist alles unten verlinkt. Außerdem haben wir dazu einen ausführlichen Magazinartikel geschrieben. Den sieht man jetzt hier. Hier ist alles Mögliche mit dabei, die ganzen Informationen nochmal in ausführlich. Hier oben in i könnt ihr das Ganze abchecken, nachlesen und ja. Und auch wenn ihr Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, meine lieben, wunderschönen Freunde,
habe ich hier eine Playliste für euch erstellt mit den besten Angeboten dieses Monats. Ist immer ganz aktuell gehalten. Abchecken, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschaußen.